So, schauen wir mal. 8-4 wollen wir noch nicht. 8-3. Schienenbarbecue. Das ist... Ich lass mich hier doch nicht lumpen. Ich weiß doch genau, was kommt. Sie sind aber auch nicht wirklich kreativ mit den Namen geworden irgendwie. Also, was heißt kreativ mit den Namen? Aber man sieht halt sofort, was es ist. Das meinte ich eher damit. Okay, kann ich... Hä? Vielleicht auch nicht? Habe ich hier jetzt doch schon die falsche Steuerung? Oh Gott, achso, das bricht jetzt ein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich gleich ein Lorn-Level bekomme oder nicht. Aber doch, ich glaube schon. Okay, und kein Puzzleteil hier. Das sieht mir stark nach dem... Gehst du wieder zu? Nö, okay. Die Kamera, der Kamerawinkel war bloß sehr merkwürdig. Und das ist ein Lorn-Level, okay. Gut, sammeln wir aber erstmal das Zeug hier ein. Das wird jetzt natürlich mit der Steuerung super. Ich könnte natürlich jederzeit wieder ausklinken, aber naja. Ja, es geht eigentlich. Es ist, ich weiß es nicht, ich finde die Steuerung mit dem Nunchuck ein bisschen komisch. Einfach bloß, weil es irgendwie nicht Jump'n'Run typisch ist. Es ist halt mehr so 3D-mäßig. Also für Prime 3 war es eine ganz gute Steuerung, sage ich jetzt mal. Aber für irgendwelche Plattformen nehme ich dann doch ganz gern die waagerechte Methode. Die passt irgendwie einfach besser. Okay, zack und zack. Oh nein, das ist wieder... Oh Gott, was zum Teufel passiert denn hier? Ah, okay. Ich verstehe schon. Nein, Puzzleteil! Ich tue es schon wieder. Ich will schon wieder Puzzleteile holen, aber wie gesagt, es fällt mir sehr schwer. Ich gebe es ja zu. Und dass ich dadurch das Let's Play einfach bloß in die Länge ziehe, das weiß ich auch. Und dass es dadurch halt dementsprechend uninteressant wird, an manchen Stellen. So, 1 von 5. Das K war hier gleich sehr gemein am Anfang. Toll, ich bekomme die erste Banane überhaupt nicht. So, da. Hier bitte festhalten. Oh Gott. Das wird schnell. Und naja, normalerweise ist ein Lorn-Level schon schnell. Oh Gott, das war knapp. Wollte ich da jetzt oben oder unten lang? Achso, nee. Ich wollte gerade auf den Schienen laufen. Also ich wäre ja hochgekommen, nur da, naja, war kein Platz für einen Affen. Okay. Aber das sind jetzt so ein paar Sachen, die, naja, die schief laufen müssen, damit die Puzzleteile mal rankommen. Und dann sollte es passen, hoffe ich. Jetzt haben wir da nämlich schon 3 Puzzleteile und, naja, das Level scheint ja noch ein bisschen zu gehen. So wie ich das jetzt gerade so sehe, das war ein sehr komischer Sprung. Okay, da gleich hoch. Oh Gott, der Sprung ist eklig. Später. Ich habe ja genügend Zeit. Ich habe ja Zeit, bis ich theoretisch runterfall, weil ich kann ja wieder zurück. Von dem her sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Ich wusste, dass ich mich irgendwann von der Flamme treffen lasse, aber ist nicht schlimm. Ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil ich... Ja. Weil ich eh wieder sofort tot bin. Wobei... Gar nicht... Ja, doch. Weil die Lore dann weg ist. Ich glaube, wenn ich irgendwo sterbe... Nee, ich muss früher, weil ansonsten fließt mir die Plattform weg. Oh je. Also ich muss ja sagen, die Level so an sich sind nicht die schlimmsten. Nur halt die Puzzleteile sind gerade extrem schwierig. Zumindest bei den beiden. Ich weiß nicht, was noch für Level kommen werden. Ich glaube, das wird jetzt halt nochmal ein Mix aus allem Möglichen. Toll. Das wollte ich auch nicht. Aber naja, es ist wenigstens eine Absturzsicherung. Das heißt, wenn man mal runterfallen sollte, dann... Na, ist man da wenigstens geschützt. Gut. 8 Bananen ist das nicht die Welt. Und wir gehen hier gleich weiter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben jetzt 70 Leben. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel, aber es sollte vorerst noch reichen. Ich hole ich jetzt einfach gar nicht mehr. Die Bananenstaude bringt eh nichts. Oder ich krieg's eh nicht, sagen wir so. Und da jetzt gleich rein. Genau, okay. So funktioniert es also. Oh, schön. Ich wusste, dass ich mich ducken muss. Deswegen, naja, habe ich es genau gleich so gemacht. Oh, wow. Wie mies. Und ich bin theoretisch tot, weil ich da nicht gut springe. Die Feuerbälle sind mies. Ich weiß jetzt gerade auch ganz ehrlich noch nicht wirklich, wie ich da hinkommen soll. Aber zumindest habe ich jetzt das eine Puzzleteil geholt. Das heißt, ich sollte da bitte nicht wieder runterfallen. Und naja, sollte dann hier erstmal fertig sein. Also kann dann hier einfach mal ganz normal durch.
Wobei normal ist relativ bei gerade im hochgehenden Vulkan, der mich hier die ganze Zeit rumschleudert. Ah. Okay. Ging doch. Wo war das Problem? Ja. So, hier. Wow. Oh, wow. Die Sprünge werden richtig gemein und... ich muss die Methode benutzen. Ich will nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt wegen der Methode dann vielleicht ein bisschen langsamer bin von der Reaktion. Ich muss mich dran gewöhnen, sagen wir es so. Das ist... mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Es ist nicht eine schlechtere Position, in der ich jetzt spiele, aber es ist ungewohnt. Und allgemein, wie gesagt, bin ich gerade noch ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, dass ich noch ein bisschen raus bin, aber es ist doch alles schon sehr heftig. Dafür, dass man jetzt wieder eine Weile nicht gespielt hat. Dann gleich mit der letzten Welt anzufangen, ja, war vielleicht keine gute Idee. Sagen wir es einfach so. Da, genau. Okay. Ach du große Güte. Wie soll ich bitte an das O kommen? Das ist ein ultra knapper Sprung. Und naja, das O muss ich mir erholen. Also das heißt, ich muss, aber naja, ich will es ja 100% durchspielen. Und wie gesagt, Kong hätte ich doch ganz gern. Also von dem her irgendwie schon. Wenn ich den Sprung verhaue, das kostet dann so viel Zeit, weil ich das Bonuslevel dann machen muss. Also ich muss es ja nicht machen, aber ich muss, naja, mir diese Todesanimation angucken. Wenigstens spawne ich dann nicht wieder ganz am Anfang. Das ist ja schon mal etwas, aber naja, es dauert trotzdem seine Zeit. So, K. Ach, guck mal, die Bananenstaude bekommen. Das ist ja nett. So, zum Glück muss ich dich nicht nochmal holen. Dich auch nicht. Hier würde ich auch ungern das Level nochmal neu starten, aber bloß weil, naja, es dementsprechend anstrengend wäre, alles nochmal zu machen. Ah, und das ist halt das, ich komme da nicht rüber, wenn ich da getroffen werde. Und da nicht getroffen zu werden, das ist schon so eine Sache. Toll. Jetzt ist Superschwein schon wieder da. Ich stelle mich gerade echt furchtbar an bei diesen Leveln. Bei allen drei bisher. So, zack und zack. Mann. Und ich kam ja bisher nicht nochmal zum O, um es zu probieren. Das O sollte eigentlich auch kein Problem darstellen, wenn ich dann mal weiß, wo ich dann abspringen muss. Also was noch ein Punkt ist, wo ich das O bekomme und was noch ein Punkt ist, wo ich dann drauf gehe. Das muss man jetzt halt so ein bisschen herausfinden. Da ist es gleich. Das war natürlich super. Also da darf ich nicht springen. Ja, aber trotzdem super knapp. Das auf jeden Fall. Könnte ich da drunter durchrollen und so das Vieh? Ich weiß es gar nicht. Na, aber das wäre so eine Sache, spart nicht viel. Natürlich, wenn es jetzt um Zeitrennen gehen würde, dann könnte es natürlich die gewinnbringenden paar Sekunden sparen, aber so macht es nicht viel aus. Zack. Und das Problem ist halt, wir sind hier immer noch relativ am Anfang von diesem Level. Das heißt, ich will gar nicht wissen, was da sonst noch kommt. So soll man das machen. Schön. Weniger schön, okay. Ich muss mir wieder merken, dass ich nicht die ganze Zeit steuern darf bei dem Ding, weil sonst falle ich wieder runter. Weil die Lore sieht ja immer ein bisschen zu langsam aus, aber ja, wie gesagt, der Affe verhakt sich da ja ganz gern drin. Also so, dass man wieder reinkommt, sicher. Und ja, das muss man immer so ein bisschen lernen, dass man halt wirklich nichts tun darf, weil, ja... Man will halt immer ein bisschen zurücklenken, weil es halt so aussieht, als würde man viel zu weit springen. Tut man aber an sich gar nicht. Und das ist halt immer schon das Problem mit diesem Loren-Level gewesen, das ich hatte. Ah, beinahe zu früh gesprungen. Gut gesprungen. Zu weit. Und da ist halt so eine Sache. Gut, das war jetzt ein Sprung auf eine andere Lore, aber es ist halt immer schwierig abzuschätzen, wann ist ein Sprung gut und wann nicht. Na, natürlich muss man auch da sehen, ja, man kann drunter durch, okay. Man muss da natürlich dann auch sehen, beim einen ist die Lore in Bewegung und beim anderen nicht. Es ist trotzdem sehr schwierig, das so knapp in einen Kopf zu bekommen. Aber ich probiere mein Bestes. Okay, das war knapp. So, wenigstens haben wir das O jetzt ein bisschen raus. Dann sind wir da ja schon mal vorbei. Ein Speicherschwein könnte beinahe um die Ecke sein. Ja, komm. Ach, schade. Drei Puzzleteile sollten wir auch schon haben. Oder sogar schon mehr. Nee, sollten drei sein. Ja, das geht. Okay.
Nein, es ist... Da schiebe ich es echt so ein bisschen auf diese andere... Auf diesen anderen Controller. Der geht mir ein bisschen arg gegen Strich. Und bisher hätte ich es bloß einmal gebraucht. Und da könnte ich frühzeitig anfangen. Na, es ist mir trotzdem zu riskant, falls später noch was kommt. Ich lasse es so. Es geht schon irgendwie. Okay. Hier rüber. Erstmal bitte nichts verhauen. Zumindest keinen Sprung hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, welchen nicht. Achso, den Feuerball wieder, ja. Das ist echt so eine kleine Problemzone, muss ich sagen. Da muss man halt echt früh springen, dann passt es. Genauso wie hier. Okay, danke schön. Feuerticky. Damit ist N. Oh Gott. Oh, wow. Ein blinder Sprung auf die Lore zurück. Das ist gemein. Und dabei auch noch das N zu holen. Also ich meine, ich kann dann diesen Sprung nicht mal irgendwie anders machen, dass ich, naja, besser rankomme, sage ich mal. Sondern ich muss den halt echt schaffen. Oh je. Gut, aber wir wissen schon mal wieder ein kleines Stück, wie es weitergeht. Das ist ja... Man muss hier langsam vorgehen bei diesem Level. Das habe ich schon gesehen bei der ganzen Welt allgemein. Muss man sich sehr langsam rantasten. Aber na, es ist so eine typische letzte Welt, würde ich sagen. Auch von der Schwierigkeit jetzt her und von, naja, von dem ganzen Zeug, das einem entgegengeschmissen wird. Und es... Da war das... Ja, wie gesagt, wenn die Lore nicht fährt, dann ist der Sprung zu weit. Oh Mann. Ich will doch auch einfach bloß weiter. Okay. Es ist halt so blöd, weil ich jetzt auch bloß mit einer Hand schwinge. Also weil ich den Nunchuck nicht mitschwinge, beziehungsweise weil es, naja, normalerweise tut man ja den Controller schütteln, um zu rollen. Und dann schwingt man halt alles mit, also beide Hände gleich. Und hier schwinge ich immer bloß rechts und das ist für mich immer bloß so ein bisschen komisch. Er scheint es zwar anzunehmen, aber trotzdem fühlt es sich komisch an, sagen wir es so. Okay, das hat funktioniert. Also Feuerticky. Ne, die Lore ist viel weiter, hä? Ich darf also nicht steuern, oder wie? Ich sehe nur nicht ganz, wie dieser Sprung funktionieren soll. Ich sehe auch noch nicht ganz, wie der Sprung hätte funktionieren sollen. Wenn ich einfach viel zu früh loslasse. Na ja, gut. So, danke. Man kann ja einen Tick früher loslassen, dann schwingt man sich so ein bisschen raus, aber man soll es vielleicht nicht übertreiben. Okay. Oh, Mann. Vor allem, wie gesagt, wieso muss da oben das N sein? Also, das, ja, das sind solche Sachen, die sie natürlich absichtlich machen. Manche Sachen sind natürlich sehr angenehm gesetzt mit den Puzzleteilen. Manche von den Sachen könnten jetzt auch immer wieder Buchstaben sein, dass ich die auch immer wiederholen müsste. Aber da sind sie ja manchmal doch schon sehr, naja, sehr fair. Nur das N, das ist mies. Okay, das hat funktioniert. Okay, dann muss ich drüber springen. Es sah nicht so aus, als hätte ich da drüber springen müssen. Es sah eher so aus, als wäre ich gestorben, wenn ich da drüber springe. Und da ging es gleich weiter. Ich weiß nur nicht, was... Also, natürlich geht es weiter, weil es ist, ist ja ein Level. Ein Lore-Level tatsächlich auch. Nur ging es da gleich weiter dann mit einem... Mit einem Puzzleteil oder wie? Es ist halt echt gerade so eine Sache, man hat keine Pause oder sowas. Und kann sich nicht mal kurz umgucken, was es denn jetzt war. Das ist natürlich das Angenehme an normalen Leveln, dass man dann normalerweise so ein bisschen Zeit hat zu überlegen. Hier so gar nicht. Okay. Da hoch, hier rüber. Also, hallo Tiki. Das hat funktioniert. Da drüber springen. Hier hoch. Okay. Dachte ich mir noch halber. Okay. Haben wir den ersten Teil geschafft? Wir haben K, O und N und 3 von 5. Das heißt noch 2 Puzzleteile und ein Buchstabe oben. Die Sprünge werden knapp. Ein bisschen. Oh Gott. Die werden viel zu knapp. Beziehungsweise muss ich dann natürlich gleich auf die Plattform. Das ist so eine Sache. Oh nein! Ah, ich hasse es, wenn er das macht. Also wenn er sich rollt, wenn ich es nicht will. Das ist natürlich immer so eine Sache. Die will man natürlich immer zwingend vermeiden, sage ich mal. Oh wow! Wie soll das gehen? Ich muss früher springen. Ich darf nicht über den Tiki springen, sondern muss theoretisch gleich wieder nach dem Tiki aufkommen. Das ist das Gemeine an dem Sprung. Hier so zum Beispiel. Ja, ja, es ist so viel dazu.
Toll, fängt gut an nach der Halbzeit. Fängt richtig, richtig gut an. So zum Beispiel. Und jetzt bitte da hoch, danke. Was ist da drin? Natürlich ein Puzzle. Wäre auch sonst nicht knapp geworden mit dem ganzen Zeug hier. Ich hasse die Dinger. Okay, gut. Wenigstens ging das nicht unter. Ist hier irgendwo was? Na komm. Ah, wieso bloß eine Münze? Oh. Ich hasse solche Sachen. Vor allem, wenn sie dann gar nichts geben. Das ist so mies. Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es nichts gibt. Es fehlt ja bloß noch ein Puzzleteil. Das können wir uns holen irgendwo. Okay. Feuerball, mehr Feuerball. Die Feuerbälle fliegen. Ja, die fliegen jetzt deutlich blöder, wenn ich jetzt natürlich ein bisschen früher dran bin. Früher dran bin. So. Ja, läuft gerade echt noch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Hast du so von den drei Leveln her gesehen? Ja, toll, und dann bin ich schon so weit hinten. Also, ob ich die Kiste da jetzt öffne oder nicht, das ist fast relativ. Da ich hier ewig brauche. Wäre ich von dem Tiki abgesprungen, dann wäre es gar nicht schlimm gewesen. Aber ich hasse es irgendwie, von denen abzuspringen. Das ist so ein komisches Timing irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil man sie nicht umhaut dabei. Ja, genauso wie das ein blödes Timing ist. Da könnte ich doch eigentlich drunter durchrollen. Ja, die Frage ist, was es mir dann im Endeffekt bringt. Ich weiß es nicht. Ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Nein, okay. Ah, Mann. Es ist... Ich würde dieses Spiel echt ungern mit dieser Kontrollemöglichkeit durchspielen. Weil ich kann es einfach nicht und ich will es einfach nicht. Es ist einfach so ungewohnt. Da kann man auf jeden Fall durchrollen, wenn man es dann richtig macht. Genauso wie das ein Sprung ist, den man machen kann. Okay. Jedes Mal nicht auf das Feuer reinfallen. Okay. Nein, Puzzleteil. Komm her zu mir. Okay, alle fünf Puzzleteile, gut. Ich muss mich nicht mehr so genau umgucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier so fast schon ein Kong-Tempel irgendwie. Hier könnte irgendwo ein Puzzleteil liegen. Da, genau. Quatsch, Buchstabe. Okay, das war schon irgendwie cool. Das ist nochmal ein bisschen cooler gewesen. Und das ist das Ende. Oh, wie gemein, da nochmal eine Fackel hinzustellen ohne Puzzleteil. Aber wir haben alles. Bitte nie wieder dieses Level. Nie wieder. Okay, 15 Leben. Die sind natürlich angenehm. Gern gesehen. Okay, damit haben wir das Raketenfass-Level und das Loren-Level fertig. Ich hoffe, jetzt kommen noch mal ein paar normale. Ansonsten wird es ein bisschen arg anstrengend hier. Aber schauen wir mal.